Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: die herausfordernde Zukunft der Arbeit mit Andrea Nahles. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der größten Netzwerkausrüster und Sicherheitsfirmen der Welt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bzw. eine Gästin da, auf die ich mich schon sehr lange freue, nämlich Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Hallo, liebe Andrea. Hallo, Sascha. Also ich freue mich vor allem deswegen schon sehr lange darauf, weil wir seit Jahren in Kontakt sind auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Du hattest ja auch unterschiedliche Funktionen. Und es aber auf eine interessante Weise immer wieder um die Digitalisierung ging einerseits und sogar schon relativ früh um Arbeit. Jetzt nicht total zufällig, weil das mal in deinen politischen Bereich sehr, sehr tief reingefallen ist. Als Arbeitsministerin ist, glaube ich, relativ klar. Aber du hast mir gegenüber immer wieder dieses sehr, sehr große Interesse bekundet. Was macht eigentlich Digitalisierung mit der Arbeitswelt? Ja, die Thematik ist doch faszinierend. Ich besuche das BMW Motorenwerk, das gibt's mittlerweile schon gar nicht mehr, vor Jahren. Und in der ersten Straße von 2.9 waren nur Männer, weil die den Motorblock noch heben mussten. In der zweiten Produktionsstraße von 2.13 war dann schon ein Roboterarm, der den Motorblock hob. Da waren schon 25% Frauen. Und wenn wir uns heute noch dann das Weiterdenken in der Linie, was jetzt noch zusätzlich möglich wird durch KI, dann merken wir, dass sich eine Dynamik da in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt und wir sind noch lange nicht am Ende. Da bin ich einfach fasziniert, das auch mit zu begleiten, auch zu gucken, was heißt das dann eigentlich für die Menschen, was bedeutet das für ihre Arbeit? Einer der auffälligen Effekte ist, dass Frauen durch diese Entwicklung insgesamt profitieren werden, sowohl weil die Berufe, die sie machen, menschenbezogene Dienstleistungen ja häufig gar nicht so stark betroffen sein werden, wenn auch nicht unbetroffen. Und gleichzeitig haben sie auch die Chance, da wo früher Muskelkraft nur gefordert war, jetzt auch einzusteigen bei gut tariflich bezahlten Arbeitsplätzen. Das heißt also für mich ein sehr interessanter, wo denn verschiedene Faktoren, Qualifikation, Gender, und aber einfach auch ein Stück weit die Produktivitätsfragen, was sich da alles dynamisch entwickelt, einfach schön zu beobachten ist und wo ich gerne natürlich auch einen Anteil sehe, auch für uns als Bundesagentur. Diesen Anteil, den sehen, glaube ich, tatsächlich alle. Und dazu kann man erstmal sagen, dass die Bundesagentur ja eigentlich eine ganz besondere Behörde ist, nicht nur wegen dieses gigantischen Budgets naheliegenderweise, sondern auch wegen des ständigen Kontakts, und zwar zwingenden Kontakts mit der mehr oder weniger gesamten Arbeitswelt der Bundesrepublik. Du hast im Vorgespräch, und das fand ich total spannend, gesagt, die Bundesagentur für Arbeit sei eine Datenmaschine. Magst du das mal erläutern? Naja, also wir haben einfach, glaube ich, und das jetzt schon über Jahrzehnte, einfach alle Informationen, wer wird arbeitslos, wie lange, wer findet Arbeit, welche Stellen werden ausgeschrieben, mit welchem Profil. Wir haben 4.200 Menschen, die in die Schulen gehen und junge Leute beraten und auch mitbekommen natürlich, was die für Sicherheit und Unsicherheit empfinden auf dem Arbeitsmarkt. Und das alles läuft halt bei uns zusammen. Das ist unheimlich spannend. Wir kommen kaum nach. Wir haben ja ein eigenes Forschungsinstitut, das IAB, das Ganze auszuwerten. Ja, dadurch wissen wir aber zum Beispiel, dass es jetzt wieder einen Trend zurück ins Büro gibt, weil wir das erfassen können oder weil wir ein Forschungsprojekt dazu machen. Also wir sind sehr, sehr nah dran. Und das Gute ist, wir sind neutral, weil wir sowohl mit den Arbeitgebern als auch mit den Arbeitnehmern gleichermaßen in Kontakt sind. Denn die Arbeitgeber melden uns die offenen Stellen. Und die wollen auch Begleitung haben in der Transformation. Und die Arbeitnehmer und die Auszubildenden wenden sich natürlich auch an uns. Insoweit werden wir auch, das finde ich halt toll, auch als neutraler Moderator wahrgenommen in diesem Arbeitsmarktgeschehen.
Was ich besonders spannend fand, ist jetzt, wenn man so mal als Datenmaschine die BA tatsächlich betrachtet, und zwar weit hinaus über nur die, sagen wir mal, die Metadaten, wer arbeitet wie lange wo, was lernen die eigentlich genau, was gibt es für neue Anforderungsprofile, sondern dass, wenn man von Datenmaschine und Arbeit spricht, ja auch der Wandel der Arbeit überhaupt erstmal erfasst werden kann. Das ist sehr, sehr oft, dass ich mit irgendwelchen Mittelständlern spreche, die bei der Digitalisierung dann ganz gut dabei sind, und es ist ja gar nicht alles schlecht in Deutschland, um es mal so auszudrücken, sondern es gibt ganz viele, auch kleinere Branchen, wo Deutschland in der Digitalisierung durchaus was hinbekommen hat. Und dann spricht man mit denen und dann merkt man, ah, da wandelt sich inhaltlich bei der Arbeit dramatisch viel. Will ganz konkret sagen, eine Abteilung, die früher super hierarchisch war, die muss sich plötzlich verändern, weil sie anders gar nicht mehr richtig produktiv arbeiten kann. Ja, es geht uns selber so. Ich muss da gar nicht über andere reden. Wir sind eine klassische Plan, Build, Run Organisation gewesen. Das war auch ziemlich erfolgreich, top-down, sehr stark ausgeprägt, mit einem für eine deutsche Behörde extrem unternehmerischen Ansatz mit Zielvorgaben und leistungsbezogener Vergütung übrigens bei der BA. Aber wir kommen jetzt nicht mehr weiter damit. Das Erfolgsmodell von gestern funktioniert halt in der Gegenwart schlecht und in der Zukunft gar nicht mehr. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, dass wir zum einen einfach dann immer festgestellt haben, wenn was schief ging, dann war es halt immer der andere in dieser klassischen Organisationseinheit. Also was kann man sich heute ehrlich gesagt nicht mehr leisten. Und wenn man dann auch die Durchlaufzeiten sieht, bei dieser dynamischen Veränderung, die wir machen, dann ist das einfach viel zu lang. Also haben wir beispielsweise seit 1.1.2024 die kompletten IT-Bereich in der BA, das sind immerhin insgesamt 5.000 Leute, in eine agile End-to-End-Organisation umgewandelt. Das bedeutet was ganz Krasses für eine deutsche Behörde. Wir haben die Fachaufsicht und die inhaltliche, die fachliche Arbeit getrennt, weil wir, das heißt, derjenige, der etwas entscheidet, ist nicht unbedingt immer der hierarchisch Oberste. Ja, das wiederum ist für so eine deutsche Behörde schon ein Stresstest jetzt. Und das machen wir aber jetzt nicht nur im IT-Bereich, da haben wir es seit 1.1.24 umgesetzt, sondern mein Kollege Daniel Terzenbach, der macht Arbeitsmarktpolitik, der macht Regionen, der macht Qualität, der baut jetzt seine Organisation auch nach den Kundenkernprozessen um. Das heißt, wir fragen jetzt, wie muss der Prozess idealtypisch für den Kunden sein, und wir bauen unsere Organisation gerade um. Das stecken wir mitten im Transformationsprozess. Das heißt, wenn wir in Zukunft weiterhin die modernste Dienstleisterin in Europa sein wollen, und das ist unser Anspruch, dann können wir nicht stehen bleiben und müssen genau diesen Veränderungsprozess mitgehen. Und da sind wir mittendrin im Geschehen der Transformation im Arbeitsmarktgeschehen. Ja, das ist quasi wie aufs Stichwort die perfekte Überleitung auch dazu, dass ich mal skizziere, worüber wir in diesem Podcast reden wollen. Denn das sind drei große Themenkomplexe, und der erste ist ziemlich genau das, was du gerade angeschnitten hast, nämlich der Wandel vor allem der Büroarbeit. Natürlich können wir auch über Robotik reden, über künstliche Intelligenz sprechen wir sowieso noch, aber das, wo es am unmittelbarsten spürbar ist, schon jetzt, ist der Wandel der Büroarbeit in den letzten 10, 15 Jahren ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen vollzogen. Der zweite Themenkomplex wird die Bildung sein, und zwar spezifisch auch die berufliche Bildung für die Transformation. Die allermeisten Fachleute sind da sich einig, dass das ein ganz essentieller Punkt ist, dabei die Transformation hinzubekommen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, wie künstliche Intelligenz, du hast das schon angeschnitten, die Arbeit in Deutschland verändern wird. Und jetzt aber vor dem ersten Punkt, den wir besprechen wollen, den Wandel der Büroarbeit, haben wir ein kurzes Insert, eine kurze Erklärung für das Podcast-Publikum, was genau damit gemeint ist. Top 3. Wandel der Büroarbeit. Die Digitalisierung hat Büroarbeit bereits stark verändert. Aber der Prozess intensiviert sich sogar noch, vom Homeoffice bis zum agilen Arbeiten. Hybrides Arbeiten wird zur Selbstverständlichkeit in den meisten Branchen.
auch wenn laut der Hybrid-Work-Studie von Cisco über 80% Andrea, der Unternehmen in Deutschland eine Mindestzahl von Bürotagen vorschreiben. Ihre Arbeit in der Arbeitsagentur selbst mit über 110.000 Beschäftigten agil und Behörde, wandelt sich Arbeit und ihr seid ja eine ebenfalls Behörde? Stark. Agil und Behörde, denn das anders hört sich als andere eigentlich Behörden, eher so an wie Mars und die Venus. Die Bundesagentur so qua Aufgabe gezwungen, neue Arbeitsformen Menschen. Zu verstehen kann man das und denn zu begleiten. Miteinander vermählen? Ja, ehrlich gesagt schließe ich nicht aus, dass der ein oder andere Mitarbeiter oder die ein oder andere Mitarbeiterin das auch noch immer so empfindet. Ja. Wir sind ja jetzt erst im Januar gestartet, das umzusetzen und wir merken jetzt halt schon, dass das zum Beispiel bei einer Organisation, die stark top-down organisiert ist, halt unheimlich viele Unsicherheiten schafft. Und da haben wir ein Veränderungsbüro geschaffen, also ein Kulturbüro, wo wir wirklich die ganze Zeit das auch begleiten. Das ist nicht zu Ende in dem Moment, wo du die Organisationsform änderst. Ich schätze mal, dass wir 2 Jahre mindestens damit jetzt beschäftigt sind, bis die Leute sich wieder wohl und sicher fühlen damit. Das ist die Wahrheit. Die muss ich hier mal ganz ehrlich ansprechen. Das ist aber wahrscheinlich in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen auch nicht anders. Wir haben teilweise noch durch Regularien oder gesetzliche Eingrenzungen oder höhere Datenschutzniveaus noch mehr Hürden zu überwinden. Das muss man klar sagen, aber vom Prinzip her ist es auch nicht anders als ein Change-Prozess jetzt in der Privatwirtschaft. Ja, das heißt, ihr macht richtig Change Management. Ja. Ihr nennt das Büro, ja. Aber das sind eigentlich so ein, das, was woanders UnternehmensberaterInnen durchziehen, die dann da durch die Gänge gehen und sagen, ey, das müsst ihr jetzt hier anders machen und dieses Faxgerät bitte sofort entsorgen. Also solche Sachen, ja. das macht ihr mit einem eigenen, also richtiges Change Management. Ja, richtiges Change Management. Wir haben so agile Coaches ausgebildet und diese agilen Coaches, das haben wir jetzt geöffnet, sind jetzt für die gesamte Organisation verfügbar. Wir bilden auch immer noch neue aus. Und es ist ja so, die agilen Coaches haben mir jetzt erzählt, es gibt auch einfach Leute, die sagen, ach, die Mode, die Welle wacht dich jetzt mal ab, die sitze ich hier auch noch aus. Das sind die einen. Ja. Und die anderen, die sagen, ey, super, endlich passiert dir mal was, ich mach mit. Und von denen dann rekrutieren wir auch diese agilen Coaches. Das sind durchaus auch eigene Mitarbeiter, die haben wir dann auch mit externen gemischt, damit wir müssen ja auch ein bisschen Kompetenz da aufmuskeln. Das haben wir also in der Mischung aus externen und internen jetzt gemacht. Und das ist ein ganz normaler Change, den ich gerade beschreibe. Die einen machen so, die machen die Arme zusammen und die anderen sagen, ja, wunderbar, endlich kommt was in die Bewegung, ja. Und für mich ist es halt schön zu sehen, das zu begleiten, dass wir letztendlich tatsächlich so einen gewissen Ehrgeiz bei uns in der Bundesagentur haben, dass wir in der Riege der Behörden halt schon gerne auch vorn sein wollen. Das hilft mir jetzt, ne? Also man hat schon so den Ehrgeiz, na ja, also wir wollen halt auch die Besten sein. Ja, ne? Okay. Also ich möchte jetzt nicht zu böse nachfragen, aber ein bisschen böse halt schon. In der Riege der Behörden die Besten, ist es so ein bisschen wie die schnellste Schnecke im Park oder wie muss ich mir das vorstellen? Aber wir leisten auch schon was, auch wenn das im Kontext nichts ist. Aber das ist vollkommen klar. Ist ja auch ehrlich gesagt völlig egal, ne? Ob wir jetzt diesen Benchmark haben, der vielleicht von außen gesehen überhaupt keiner ist. Ja? Es ist aber ein Movens, es ist ein Motivator für uns und es ist nicht der einzige, sondern ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass die Leute auch mehr Spaß wieder haben an der Arbeit. Weil sie ja merken, mit der Methodik hier verbrauche ich unheimlich Kraft auf der Strecke, um zum Ziel zu kommen. Und wir möchten eigentlich dadurch überzeugen, dass die Leute selber merken, hey, das geht jetzt aber flotter, ich komme schneller zum Ergebnis, ich habe hier einen Profit. Mhm. Und nur wenn du das am Ende zeigen kannst, kannst du auch ein erfolgreiches Change am Ende hinkriegen. Und das ist ja bei euch auch deswegen notwendig, weil man sehr schnell merkt, wenn das nicht klappt. Ne? Es gibt ja Behörden, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, es gibt ja Behörden, wenn das da nicht so richtig funktioniert, dann dauert das relativ lange, bis das durchdringt. Und bei euch ist das quasi... Ja, wir haben ja auch ein Problem. Wir haben ja keine Leute mehr demnächst. Wir sind jetzt 113.000. So, jetzt haben wir in den nächsten 8 Jahren werden wir 35.000 Leute verlieren in den Ruhestand. Jetzt hatten wir zum Beispiel in der letzten Krise Kurzarbeit ausgezahlt. Von 700 Kurzarbeiterexperten mussten wir innerhalb weniger Wochen 11.500 Mitarbeiter haben dann am Ende Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Erfolg für Deutschland. In 10 Tagen hatten die Unternehmen und die Arbeitnehmer ihr Geld.
Das haben wir einfach durch Masse gelöst. Bei der nächsten Krise, das konnten wir übrigens auch nur machen, weil unsere Schulleute nicht mehr rausfahren konnten, weil Pandemie war, weil es sonst hätten wir die Leute auch nicht gehabt. Jetzt kann ja die nächste Krise muss ja nicht eine Pandemie sein. Wie wollen wir denn die Skalierung hinkriegen in der Krise? Für mich ist die Frage, schaffen wir es, agil zu werden, Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben, auch die Frage der Krisenresilienz, unter den Bedingungen eines Landes, Deutschland, was ein demografisches Problem hat. Mhm. Und da muss ich auch ehrlich sagen, auch wir als BA haben ein demografisches Problem. Also möchte ich diese Demografielücke wenigstens zum Teil durch Digitalisierung, Automatisierung und auch Prozessoptimierung auffangen können. Wir haben sogar eine Zielzahl vorgegeben. Wir haben gesagt, 7.800 schaffen wir. Sicher. So ungefähr. Müssen wir nur noch ein paar Gesetze ändern, aber das schaffen wir auch noch. Also ich will damit sagen, wir haben uns wirklich konkret damit beschäftigt, was an Demografieproblematik wollen wir durch Automatisierung jetzt auffangen und was müssen wir durch Rekrutierung von Leuten auffangen. Und das ist, glaube ich, etwas, was überall in Deutschland passieren müsste. Ob das überall passiert, wage ich zu bezweifeln. Wir haben das jetzt feldstabsmäßig mal für uns gemacht und das ist nicht bequem, weil das macht natürlich Druck, aber andererseits nimmt es uns auch Druck, wenn wir es schaffen. Ja, ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, das mit überall in Deutschland. Das hat so eine kleine Historie und ich würde gerne versuchen, die Flexibilisierung von dem, was man unter Arbeit versteht, ja, also dass es zum Beispiel hybrides Arbeiten gibt, dass es sowas wie Homeoffice gibt. Du hast eben gesprochen von einem Trend zurück zum Büro, der ist ja auch durch die Presse gegangen, das spürt man ja auch. Vor allem übrigens, so wie ich glaube, führungsgetrieben, Chef und Chefinnen getrieben, eher noch als die Leute das selber wollen. Aber da ist tatsächlich so, dass diese Flexibilität, die galt in den 90er Jahren, der flexible Mensch, großer Bestseller von Richard Sennett, so einem Soziologen, der über Arbeit viel geschrieben hat und Kapitalismus. Und da galt Flexibilisierung eigentlich als so eine Art Erpressungsmoment von Konzernen, die dann gesagt haben, du musst ab morgen in Singapur arbeiten oder ab jetzt nur noch Nachtschichten oder was auch immer. Also diese eingeforderte Flexibilität. Und jetzt hat sich das komplett umgekehrt. Jetzt möchten die Mitarbeitenden eine Flexibilität häufig haben. Und genau in dem Kontext habe ich vor einiger Zeit mit einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gesprochen, den ich hier nicht nennen möchte, aber der wirklich zähneknirschend gesagt hat, er findet Homeoffice ganz, ganz schlimm. Aber alles unter 2 Tagen Homeoffice, da würde er einfach gar keine Leute mehr bekommen. Deswegen macht er gute Miene zum bösen Spiel und tut jetzt so, als fände er es akzeptabel, dass die Leute nur von Dienstag bis Donnerstag überhaupt da sind. Kluger Mittelständler. Denn nach allem, was wir aus dem IAB zur Homeoffice jetzt, das wird jetzt demnächst veröffentlicht, rausgefunden haben, ist es tatsächlich so, dass ein harter Top-Down-Zwang wieder aus dem Homeoffice zurück nicht zu empfehlen ist. Also insoweit hat er intuitiv genau das Richtige jetzt gemacht, ob er jetzt die Zähne knirscht dabei oder nicht. Tatsächlich wird das eben auch als ein Stück weit als Stressminderung, als verbessere Vereinbarkeit, als Freiheit, aber auch vielleicht einfach simpel empfunden. Und ich kann das nur für mich selber sagen, ich mache es auch. Und es ist besser, wenn die Chefs es selber auch machen und vorleben und die ganze Sache dadurch entkrampfen, als die Zähne zusammenzubeißen. Denn Homeoffice heißt für mich nicht weniger arbeiten oder weniger gutes Arbeiten per se. Was ich auch nicht gut finde, ist, dass man sich in 100% in einzelne individuelle Ich-AGs wieder vereinzelt. Davon halte ich auch nichts, weil wir auch als Organisation teilweise auch einigen unserer Mitarbeiter sagen müssen, na ja, wenn jemand arbeitslos ist und er will in die Agentur kommen und hat Probleme, dann kann ich ihm nicht sagen, ich bin jetzt heute im Homeoffice. Wir brauchen natürlich auch gerade in den Bereichen, wo Kundenkontakte gewünscht sind, auch Menschen, die das machen. Also insoweit eine einfache Regel für alle gibt es ja nicht. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass es ein Fortschritt ist, mit dem wir es hier zu tun haben.
Und den Fortschritt sollten wir jetzt nicht zurückdrehen, nur weil wir uns als Führungskräfte vielleicht jetzt nicht mehr so sicher fühlen damit, weil wir das Gefühl haben, wir haben nicht mehr alles unter Kontrolle. Oder wir wissen vielleicht auch selber nicht so genau, wie wir es geschickt machen mit dem Führen auf Distanz. Dann sage ich, gut, da müssen wir halt selber lernen als Führungskräfte. Mein Büroleiter zum Beispiel hat mir jetzt gesagt, bei einem Mitarbeitergespräch diese Woche, ich möchte eine Fortbildung in der BA machen, Führen auf Distanz. Ich merke immer, ich spiele nur die an, die da sind, aber das ist ja Blödsinn. Also ich möchte ein paar Tricks vielleicht lernen, wie ich das am besten in meinen Alltag einbaue. Und das ist genau der Spirit, sage ich an der Stelle, weil ich möchte es wirklich nicht zurückdrehen. Wie gesagt, 100% ist auch nicht. Aber da kann man wirklich gute und intelligente Kompromisse finden. Fortbildung ist genau der Punkt, der diesen Wandelprozess eigentlich erst zu einem Erfolg machen kann. Und deswegen würde ich gerne über den zweiten Themenkomplex mit dir sprechen, die vor allem berufliche Bildung, vielleicht sogar Bildung insgesamt mal betrachten, für die Transformation. Top 2. Berufliche Bildung für die Transformation. Schon die Geschwindigkeit bedeutet, dass Bildung der entscheidende Faktor wird, um die digitale Transformation zum Erfolg werden zu lassen. Bildung muss deshalb zum alltäglichen Berufsbestandteil werden, quer durch fast alle Branchen und die meisten Jobs. Der Stadtstaat Singapur geht hier auf interessante Weise voran. Kürzlich verkündet die Regierung, dass sie allen Arbeitnehmenden über 40 Jahren eine Fortbildung in Sachen künstliche Intelligenz bezahlen wird. In jedem Fall bedeutet der digital getriebene Wandel, dass KI nicht nur Lehrinhalt, sondern auch Lehrtechnologie wird. Der Lehrer in der Jackentasche. Ich bin so ein Typ, der auch immer Sachen versteht, wenn er sich die Sachen vor Ort mal anguckt. Ich war neulich bei Bosch, ne? Und die haben eine Wasserstoffmotoren-Produktionsstrecke. Und da habe ich ganz viele motivierte Leute kennengelernt, auch Männer und Frauen. Und auf meine Frage, wie denn so das Bildungs- und Qualifikationsprofil ist, kam dann ganz schnell raus, die Strecke nebendran, wo noch normale Getriebemotoren gebaut werden, haben einen Fachkräfteanteil von 40% und bei dem Wasserstoff von 80%. Oder anders ausgedrückt, es ist definitiv so, dass es ein Upskilling-Thema ist. Wir brauchen immer weiter sukzessive, immer mehr Leute, die sowohl im Job dazulernen, die insgesamt grundsätzlich ein höheres Bildungsniveau mitbringen, das hört überhaupt nicht auf, dass wir diese Bedeutung unterstreichen. Und wer wird gerade entlassen? Bosch entlässt zum Beispiel auch Leute jetzt, wie viele andere Unternehmen, Männer mit niedrigerem Qualifikationsprofil sind zurzeit in einer schwierigen Situation. Da muss ich ganz klar sagen, da können wir auch helfen als Bundesagentur jetzt, gerade bei den Leuten. Wir können auch mit den Unternehmen, deswegen war ich bei Bosch, die haben mich auch gefragt, könnt ihr uns nicht unterstützen? Ja, können wir. Wir können Job-to-Job versuchen. Wir können auch bei der Qualifikation im Betrieb helfen. Seit 2020 kann die BA nämlich auch Menschen, die nicht arbeitslos sind, unterstützen und beraten. Das wissen viele noch gar nicht. Und das tun wir aber ganz klar auch mit Unternehmen, die uns anzeigen, wir haben da eine Situation. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, alles, was ich weiß, ist, dass Qualifikation der Schlüssel für Deutschland zum Erfolg ist. Wie ist das übrigens, sind wir mal ehrlich, auch in der Vergangenheit war, denn wir sind halt durch unser duales Ausbildungssystem eigentlich immer schon deswegen so gut gewesen, weil wir halt auch schon ein relativ gutes Bildungsniveau haben. Das Problem, was wir haben in dem Mindset der Deutschen ist, ja, gute Erstausbildung und dann haben wir es, dann haben wir es. Und das ist nicht mehr die Sache. Wir müssen wirklich eine Logik der kontinuierlichen Weiterbildung on the job auch etablieren, sowohl von der Unternehmensseite aus, als auch wir begleitend von unserer Seite aus. Und darauf muss man auch in den Schulen schon meiner Meinung nach die Leute vorbereiten. Das heißt, da ist noch sozusagen Umparken im Kopf angesagt. Aber im Kern ist auch schon in der Vergangenheit das hohe Qualifikationsniveau natürlich auch unsere schon eine Stärkung gewesen und wird es auch in Zukunft bleiben. Und deswegen ist das so wichtig halt.
Meine feste Überzeugung ist, dass die verschiedenen Transformationen, wir haben ja mehrere gleichzeitig. Ja? Wir haben ja die digitale Transformation so als Überbegriff. Wir haben etwas, das ich gerne KI-Transformation nenne, über das wir noch sprechen werden. Also wie verändert sich das durch künstliche Intelligenz? Wir haben aber auch sowas wie eine demografische Transformation der Workforce da draußen. Und ich glaube, dass alle diese Transformationen überhaupt nur durch berufliche Bildung, berufliche Weiterbildung, Fort- und Weiterbildung, also diese ganzen Komplexe erreicht werden können. Aber jetzt ist doch eigentlich die Frage, müsste man nicht sogar die gesamte Struktur neu bauen, weil sowas wie Lifelong Learning, so ein Begriff, den konnten über Jahrzehnte praktisch, konnte keiner mehr ertragen, so oft wurde der gesagt und nie gelebt. Und jetzt auf einmal merkt man, wenn wir nicht ganz tief in einen Arbeitsalltag Lernprozesse integrieren, und zwar wirklich überall, Institutionen, Behörden, Unternehmen ohnehin, dann haben wir ein riesiges Problem. Wäre das nicht eigentlich auch eine politische Aufgabe, das neu zu denken? Sagen wir, Freitag ist der Berufsschultag, auch für Leute, die schon lange mit der Ausbildung fertig sind. Das ist jetzt eine sehr plakative Idee, aber in diese Richtung zu denken. Ja, wir machen gerade eine Dienstvereinbarung Lernen, wo wir unseren Mitarbeitern Lerntage einräumen, gesichert, die sie einfordern können. Das ist etwas, wo ich sage, dass eben klar wird, es gibt's integriert, das ist nicht irgendetwas Add-on, wir gucken uns mal schnell ein YouTube an, sondern das ist etwas, wo wir wirklich Zeit für brauchen und wo wir den Leuten auch Rechte einräumen auf Lernen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt sagen würde, in der Berufswelt müsste sich so eine Idee grundsätzlich durchsetzen, das müsste man vielleicht auch begleiten politisch. Mhm. Das machen wir jetzt als große Organisation im Rahmen einer Dienstvereinbarung, die wir mit unserem Hauptpersonalrat jetzt abschließen. Das ist ein Weg. Der zweite Weg ist natürlich, dass wir wirklich unkomplizierter werden. Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr, die Weiterbildungslandschaft in der Bundesrepublik Deutschland zu vereinheitlichen. Das ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Aber wir haben zum Beispiel eine Plattform geschaffen, Now jetzt, unterstützt auch vom BMAS, wo alle Weiterbildungsangebote zusammengefasst sind, kann jeder anklicken, Now. Da kann jeder in seiner Region die angebotenen Weiterbildungsoptionen sich angucken und buchen. Also einfach nur mal raufklicken. Man kann dann wiederum durch Digitalisierung, KI und so weiter, kann man auch wieder den doch föderalen Weiterbildungsvielfältigsten Standort der Welt, glaube ich, kann man also durchaus dann auch wieder verstehbar und zugänglich machen. Also auch da kann ich nur sagen, nicht jammern, sondern Lösungen finden, sage ich jetzt mal. Es hilft jetzt nichts mehr über allgemeine Föderalismusdebatten und was alles schief geht. Ich bin irgendwie so in dem Modus, okay, was können wir denn tun, dass wir das Ganze jetzt voranbringen? Weil wir haben eigentlich keine Zeit mehr da, noch lange zu machen. Wir haben zum Beispiel die Idee einer Arbeitsmarktdrehscheibe aufgebaut. Was ist das? Das machen wir jetzt zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd oder wir bauen das jetzt in Stuttgart auf. Wir kennen in einer Region, da werden Leute nicht mehr gebraucht, die werden entlassen. Früher hätte man eine Transfergesellschaft gebaut und dann wären die Leute eine Weile da drin gewesen und viele wären überhaupt nicht mehr in Arbeit gekommen, können wir uns ja gar nicht mehr leisten. Wir machen das jetzt so, wir vernetzen jetzt die abgebenden Betriebe, die aufnehmenden Betriebe. Wir gucken, wo müssen wir qualifizieren, im abgebenden oder im aufnehmenden Betrieb. Machen eine Arbeitsmarktdrehscheibe und die Leute werden gar nicht mehr arbeitslos im Idealfall, Job to Job und in der regelmäßigen Vernetzung, dass sozusagen die Unternehmen den regelmäßigen, die in Schwäbisch Gmünd jeden Monat sich vernetzen in der Region, denn ehrlich gesagt, es ist auch müßig, dann darüber zu reden, über Fachkräftemangel und so weiter, weil wir die Fachkräfte, die wir selber haben, nicht wahrnehmen und auf dem Schirm nehmen. Ja, immer nur der Schrei nach ausländischen Fachkräften, die brauchen wir auch dringend, aber das ist es nicht immer, was zur Lösung bringt. Und damit mit Qualifizierung verbinden. Also nicht einfach die Leute verschieben, sondern wirklich erheben, was für ein Qualifizierungsniveau haben die und wo wollen wir die hinführen. Und dann machen wir das zusammen. Und als gemeinsames Agieren in der Region. Das ist für mich Arbeitsmarktpolitik der Zukunft, die wir da jetzt versuchen, auch überall in Deutschland aufzubauen. Bist du dann irgendwann Vorstandsvorsitzende der Upskilling-Behörde?
wäre für mich kein Schimpfwort, würde ich als irre sehen, wenn es in diese Richtung geht. Aber ehrlich gesagt, Bundesagentur für Arbeit ist über fast 100 Jahre jetzt schon voll richtig. Cisco Story. Alle reden über künstliche Intelligenz. Sogar diejenigen, die nicht nur an die natürliche Intelligenz glauben, sondern sogar an eine göttliche. Wie zum Beispiel der Papst. KI wird im Arbeitsalltag vor allem eingesetzt, um Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Aber Effizienz ist kein Vorteil, wenn dahinter nicht die richtigen Werte stehen. Die Frage lautet deshalb, wie KI ethisch gestaltet werden kann. Genau deshalb hat der Vatikan 2020 die Initiative Rome Call for AI Ethics ins Leben gerufen. Darin setzt sich der Heilige Stuhl dafür ein, dass künstliche Intelligenz das Gemeinwohl fördert und die kirchlichen Erkenntnisse über menschliche Werte beherzigt. Ciscos ethische Grundsätze bei der KI-Entwicklung stimmen in weiten Teilen mit denen des Rome Call überein. Dahinter steht eine Ethik geprägt von Transparenz, Inklusion, Rechenschaftspflicht, Unparteilichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Datenschutz. Man muss kein Anhänger des Vatikans sein, um in der Umsetzung und Wahrung dieser Werte im Bereich künstliche Intelligenz eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit zu sehen. Im März 2024 hat sich Cisco deshalb dem Rome Call for AI Ethics des Vatikans angeschlossen und verpflichtet sich öffentlich zum Einhalten dieser Standards. Papst Franziskus sieht die moralische Verantwortung, die mit dem Einsatz von KI einhergeht. Mithilfe des Rome Calls fordert er, dass KI-Systeme nachvollziehbar, sicher und gerecht sein müssen, um das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen. Wie relevant gerade dieser Punkt ist, verdeutlicht eine aktuelle Studie von Cisco, die besagt, dass 60% der befragten VerbraucherInnen das Vertrauen in Unternehmen aufgrund deren Einsatz von KI bereits verloren haben. In einer Zeit, in der KI immer stärker unser Leben beeinflusst, setzt Cisco mit dem Beitritt zum Rome Call ein Zeichen für eine Zukunft, in der technologische Innovation und ethische Werte Hand in Hand gehen. Ja, tatsächlich ist gerade dieser Bildungskontext eine Ebene. Eine andere Ebene ist auch, dass wir, Stichwort Flexibilisierung vielleicht nochmal, auch vielleicht einen Gedanken verschwenden sollten an die verschiedenen Arbeitsformen innerhalb dieser Transformation. Ich selbst habe schon häufiger versucht, das Wort zu ergreifen für Selbstständige. Selbstständige fallen jetzt im deutschen Arbeitsmarkt manchmal so ein bisschen hinten runter. Das kann man leider nicht anders formulieren. Es kommt mir auch nicht so vor, als sei die gegenwärtige Bundesregierung, vielleicht mehr noch als die letzte, aber jetzt so rein fokussiert auf das Wohlergehen von Selbstständigen. Wie ist denn deine Sichtweise darauf? Denn was ich jetzt schon sehe, ist, dass bei diesen verschiedenen Transformationen es wieder droht, den Selbstständigen an den Kragen zu gehen. Oder siehst du das anders? Leider habe ich keine guten Zahlen. Also muss deine Beobachtung bestätigen. Wir haben einen großen Einbruch der Selbstständigkeit in Deutschland in der Corona-Krise gehabt. Aber von dem haben wir uns leider nicht erholt. Der Trend geht leider weiter nach unten. Und das bedeutet, wir bräuchten eigentlich wir bräuchten eigentlich etwas, wo wir uns dagegen stimmen. Unternehmenskultur, Selbstständigkeit ist bei jungen Leuten zum Beispiel, auch da wieder Datenmaschine, BA, nicht besonders populär. Die Erfahrungen, die jungen Leute gemacht haben in der Corona-Krise sind, ich kann jetzt sagen, für mich im öffentlichen Dienst erfreulich. Wir haben wieder mehr Bewerbungen, weil wir sozusagen etwas wie Krisensicherheit versprechen, ja. Und das kann aber auf Dauer mich nicht als Bundesagenturchefin glücklich machen, weil Jobs schaffen wir ja vor allem über Unternehmertum und Unternehmen. Die schaffen die Jobs, nicht die BA, ja. Deswegen ist das aus meiner Sicht eine Sache, die mich sehr besorgt. Und da wäre einer der Ansätze, wie kann man diese Sicherheitsschwierigkeiten auch adressieren. Also zum Beispiel Rente und Selbstständige ist ein Thema, wo die Politik einiges tun könnte, um das Ganze abzusichern. Die Betreuung, die Wertschätzung für Selbstständigkeit ist in Deutschland
So Mittel, das kann ich wiederum bestätigen. Also Mittelwagen, es ist schon, was die Finanzierungsseite angeht, für Startups, glaube ich, etwas besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist dann irgendwo, typische Schwierigkeiten sind dann, wenn kleinere Einheiten wachsen und wachsen, dann knallt es oft weg, weil die Kompetenzen dann nicht mitwachsen und die Arbeitsteilung nicht hinterherkommt. Da das aber so häufig passiert, kann man da nicht eigentlich auch mal sozusagen drauf reagieren, strukturell. Ja. Also ich will damit sagen, ich glaube, da muss man mehr tun als drüber jammern, ne? Auch an der Stelle. Und da müsste man, ich glaube, dass auch in den Arbeitgeberverbänden das durchaus gesehen wird. Aber da müssen sich die Akteure, ähnlich wie ich es eben für die Arbeitsmarktdrehscheibe beschrieben habe, vernetzen. Mhm. Oft ist vieles da, aber jeder wurstelt auch so ein bisschen für sich. Und für den Unternehmer, der gerade anfängt, die Selbstständigen, die haben ja keine 20 Leute in der Personalabteilung, die sich mit den Fragen beschäftigen, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Da muss man, glaube ich, ziemlich mundgerechte Angebote auch machen. Für KMUs generell sind wir oft zu kompliziert. Ja. Deswegen ist auch da die Frage, wie kann man Komplexität abbauen an der Stelle, ne? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt aus meiner Wahrnehmung, denn tatsächlich ist das vor allem ein Thema, was berufliche Bildung angeht und Transformation angeht, dass diese Transformation ja eigentlich erfordert, dass Menschen an bestimmten Stellen unternehmerisch tätig werden und merken, ah, guck mal, da könnte ich doch etwas unternehmen, und das baut sich dann irgendwann auf zu einem großen Unternehmen und schafft neue Arbeitsplätze. Das wäre so der eigentlich natürliche Prozess. Aber genau dafür bräuchte man ja als integrierten Bestandteil von Ausbildungen auch die Möglichkeit, sich überhaupt selbstständig zu machen, unternehmerisch tätig zu werden. Ja, und das ist tatsächlich ein Punkt, du hast von der Haltung gesprochen, da sehe ich noch nicht so richtig jemanden, der das hierzulande macht. Also das Unternehmertum gilt manchen sogar als unseriös, ne? Und das ist dann schon schwierig, dagegen diese Widerstände anzuarbeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir das ganz dringend, dass mehr Leute sagen, ich möchte was unternehmen. Wir könnten ja da überlegen, ob wir so ein Lehrgang machen, Unternehmertum. Ja, also so fern liegt das gar nicht. Mir fällt jetzt spontan ein, wir haben jetzt in Nordthüringen mit der Landesregierung verabreden können, dass wir einen Praxistag in den Schulen integrieren. Also sagen, also weil wir auch merken, auch dass wir früher Berufswahlkompetenz vermitteln. Berufswahlkompetenz kann aber auch unternehmerisches tun sein, was man eben auch anregt. Warum sollten wir also nicht bei dem, was wir an Berufswahlkompetenz machen, praktischer werden? Wie zum Beispiel in diesem Flächenbeispiel, ganz Nordthüringen macht das jetzt, die Schulen machen damit, das Kultusministerium hat das erlaubt, die machen dann jetzt nicht den üblichen Unterricht, sondern machen eben Praxistage. Und da wäre jetzt mein Vorschlag, Sascha, ich werde jetzt mich erkundigen, machen die da auch Unternehmerisches tun? Oder haben die da einen Impuls, der in diese Richtung geht? Das werde ich jetzt mal einfach checken. Mhm. Weil das wäre zum Beispiel für mich ein Punkt, wo ich sage, warum denn nicht? Denn Berufswahlkompetenz ist dann aus meiner Sicht dann oft eben nur, bewegt sich oft nur dann in diesen Angestellten-Modus. Das kann man aber erweitern. Ne? Also für mich ist generell wichtig, mehr praxisnäher, mehr Unternehmen dann auch in Schulen. Wir haben zum Beispiel jetzt so digitale Elternabende gemacht, weil die wichtigsten Berufsberater der jungen Leute sind ja bedauerlicherweise, sage ich, die Eltern, nicht die BA. Bedauerlich. Warum? Weil die Eltern oft sehr alte Bilder von Berufen noch haben, ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir reden jetzt mal direkt mit den Eltern und Schülern und haben die Unternehmer das aber machen lassen. Die haben dann einfach ihre Bereiche dargestellt. Und da haben wir in einer Woche locker mal 11.000 Eltern erreicht. Das machen wir jetzt flächendeckend überall, weil das ist auch eine Möglichkeit für uns. Jetzt könnte ich jetzt auch wieder sagen, nehme ich mal mit, weil da könnten wir natürlich auch in so einem digitalen Elternamt sagen, ja, was ist eigentlich mit selbstständig machen? Also ich glaube, das ist ein guter Impuls jetzt hier, dass wir auch als BR stärker nochmal einen Impuls in Richtung Selbstständigkeit geben können. Das nehme ich einfach mal mit, ja. Super. Das ist wieder eine gute Brücke zu unserem letzten großen Themenkomplex. Da möchte ich das mit einem Zitat von Wolf Lotter, bei Brand 1 lange gearbeitet, auch spezialisiert auf
Arbeit und den Wandel der Arbeit und vor allem Transformation insgesamt mit einem Zitat bzw. einer Paraphrase von Wolf Lotter überleiten, der gesagt hat, jetzt im Zeitalter von KI, von Digitalisierung ist eigentlich Selbstständigkeit das Herzstück einer Wissensarbeitsgesellschaft. Will sagen, in einer Wissensgesellschaft ist die Art und Weise, wie solche Impulse entstehen, tatsächlich ganz oft über kleine Unternehmen, selbstständige kleine Unternehmen mit wenigen Angestellten. Man könnte fast sagen, das ist eine Art Startup-Kultur, wobei Startup noch viel weiter gefasst ist. Der hat das als Beschwerde formuliert, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wir in diesem ultra-konstruktiven Podcast wollen das gar nicht als Beschwerde sehen, sondern als Chance, was die KI-Transformation angeht. Top 1. Wie KI die Arbeit in Deutschland verändern wird. Nicht nur die Arbeitsinstrumente und die benötigten Fähigkeiten werden durch KI teilweise drastisch verändert. Auch Probleme wie der Fachkräftemangel und die demografischen Herausforderungen einer alternden Workforce bekommen neue Lösungsansätze. Gerade in der digitalen Verwaltung könnte KI zum Segen werden. Teilweise wird das sogar schon in Deutschland praktiziert. Justiz bewältigt Aktenflut mit Hilfe von KI, titelte die FAZ im April über einen Testlauf in Stuttgart. Dort werden in den sogenannten Dieselklagen anlässlich des Abgasskandals die rund 15.000 eingereichten Klagen per KI sinnvoll kategorisiert. Ich muss da noch mal eins drüber gehen, weil ich glaube, damit kleine Startups und Unternehmen weiterhin innovativ und lebendig verändern, beleben, neu bauen, brauchen wir Datensharing. Wir erleben momentan eine Monopolisierung von Daten in den Händen von wenigen und Daten heißt Innovation. Und deswegen sage ich, habe ich eine ganz klare Erwartungshaltung an die politische Ebene. Die Europäische Kommission beschäftigt sich auch damit, dass wir es schaffen müssen, auch wirklich Daten zugänglich zu machen für Innovationen auch in kleinen Unternehmen und das nicht nur bei den großen Hyperscalern und damit meine ich nicht nur die amerikanischen, sondern auch andere, chinesische und so weiter, zu monopolisieren. Monopole sind schlecht für Innovationen, schlecht für Unternehmertum. Was wir gerade erleben, ist antikapitalistisch auf negative Art und Weise. Und das hat es auch schon mal im 19. Jahrhundert gegeben. Da wurden diese Monopole, Rockefeller und andere, zerschlagen von der amerikanischen Regierung damals. Ich sage das deswegen, weil es nicht immer nur auf so einer Ebene, wie zu Recht Lotta sagt, das ist auch noch eins drüber, wo ich auch glaube, dass der Rahmen für zukünftige Innovationen erst heute sehr stark über der neue Reichtum, das ist für mich Daten und Boden. Also es wird ja sehr viel, was ist neuer Reichtum, da wird ja alles über Mögliche. Es ist Daten und wahrscheinlich Perspektiven auch Boden. Und deswegen ist für mich eben diese Frage, wie kommen denn überhaupt wie können die denn überhaupt als Startups die Daten verwerten, nutzen, bekommen, um überhaupt Innovationen zu wachsen? Das ist wirklich eine entscheidende Frage an der Stelle. Ich gebe zu, ich habe jetzt mal ganz kurz nicht als PA-Vorsitzende gesprochen, sondern als, sagen wir mal, Mitbürgerin dieses Landes, weil mich dieses Thema schon seit vielen Jahren umtreibt, dass wir so harmlos sind, was diese Frage angeht, weil es ist aber eigentlich eine sehr entscheidende und ist eine sehr vermachtete und ist auch eine sehr große Frage, die wir aber nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ja, die Frage, die sich daran unmittelbar anschließt, ist, wer was wann mit diesen Daten macht. Man könnte jetzt auch über Datenschutz diskutieren, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so intensiv tun. Das führt auch ab von dem Punkt, der uns eigentlich interessiert. Und das ist tatsächlich fast allen klar, die sich damit beschäftigen. Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit. Ja, sowas wie ChatGPT, das ist relativ klar. Da kann man ein paar Sätze eingeben und kriegt dann Ergebnisse raus, die hätte man früher in 3 Tagen erst zusammenschneidern können oder müssen. Aber darüber hinaus gibt es ja noch eine viel größere Transformation. Es ist ja im Grunde genommen eine Revolution, fast schon. Also ich würde fast sagen, dass KI das Potenzial hat, also richtig schumpeterische Effekte zu zeigen. Und deswegen
taste ich mich da auch noch ran. Also Annahmen, die wir noch vor 3 Jahren zum Beispiel auch in der BA hatten, was Substituierungspotenziale angeht, sind schon längstens erledigt. Damals hatte man gedacht, dass es sich vor allem im verarbeiteten Gewerbe vielleicht abspielt. Mittlerweile ist klar, dass das auch im IT-Bereich selbst, in der Kommunikation, in den Büroberufen dramatische Veränderungen bringt, sodass ich tatsächlich glaube, dass KI das Potenzial hat, Arbeit überhaupt neu zu definieren. Also ich würde wirklich tatsächlich so weit gehen jetzt, ohne dass ich das jetzt schon im Detail ausmessen könnte. Aber von daher empfinde ich es immer noch als relativ, also ich habe immer noch das Gefühl, man muss noch wach küssen. Mhm. Was du ja teilweise auch selber machst, ne? Also was ja auch mit ein Stück weit, was ich so von dir sehe, auch ein Job ist, den du machst, aber es ist wirklich für mich erschreckend. Wir haben noch mal eine Umfrage gemacht, dass die im Mittelstand in Deutschland ganz viele Leute wissen, sie müssen sich ändern, aber sie wissen eigentlich nicht genau, wohin. Und, also ich fasse das jetzt mal so zusammen, ja. Und das ist etwas, weil wir ja sehr stark sind im Mittelstand, was meiner Meinung nach auch eine Stärke ist, übrigens auch in der zukünftigen Arbeitswelt, glaube ich, ist es trotzdem beunruhigend, diese Situation jetzt so zu erleben. Ist vielleicht auch normal in so einem großen Transformationsgeschehen, aber etwas, worauf man reagieren muss. Ja, ja, die Art und Weise, wie man reagiert, das ist interessant, die ist gar nicht so leicht zu skizzieren. Du sprichst gerade von einer gewissen Ratlosigkeit. Du hast selber vorhin gesagt, etwas, was ich für mich genauso sehen würde, dass du dich daran tastest, dass du selbst versuchst zu verstehen, was da passiert. Es gibt von einer hier ungenannt bleiben wollenden ehemaligen Bundeskanzlerin dieses Wort des Neulands. Da wurde sie wahnsinnig verspottet, auch aus meinen Zirkeln damals, als sie das getan hat. Trotzdem war ich immer der Meinung, sie hat es in einem sehr ungünstigen Kontext gesagt, aber das stimmt. Wir haben immer noch Neuland und es wird immer neulandiger. Wir haben ganz viele Anekdoten, dass selbst die allerbesten Fachleute in KI plötzlich dramatisch überrascht werden von bestimmten Entwicklungen. Da ist es jetzt nicht verwunderlich, wenn so ein deutscher Mittelständler, ich sag mal so ganz wertneutralen 63-jähriger geschäftsführender Gesellschafter im Sauerland von einem metallverarbeitenden Konzern, die sind seit Jahrzehnten Vize-Weltmarktführer in diesem Bereich und sind super und best, wenn der einfach nicht genau weiß, ja, ich merke schon, da ist was, aber was hast du da? Wenn sich dich so jemand fragt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich eine Fortbildung für die Mitarbeitenden machen oder soll ich mein Geschäftsmodell verändern oder soll ich mir Unternehmensberater ins Haus holen? Kommt jemand auf dich zu und fragt dich das? Was würdest du da antworten? Also wir haben für diesen ganz konkreten Fall folgenden Vorschlag. Wir bilden zusammen mit den IHK oder auch den und Gewerkschaften in Transformationslotsen aus. Was bedeutet das? Das sind Leute, die dafür sensibilisiert werden, auch auf der fragenden Ebene einfach die richtigen Fragen zu stellen, die das dann machen wir ganz konkret in mittelständischen Unternehmen, beispielsweise in Niedersachsen habe ich eins besucht mit 50 Beschäftigten, genauso ein metallverarbeitender Betrieb. Und er ist dann, dieser Transformationslote macht jede Woche ein Meeting und die Mitarbeiter wissen viel, die wissen aber manches überhaupt nicht und umgekehrt können die Transformationslosen viele Trends einsetzen und wir reden einfach überhaupt erstmal drüber. Das ist nämlich nicht der Fall standardmäßig. Wir halten Teile der Belegschaft im Flow der Entwicklung. Das schaffen wir meistens nicht mit dem gesamten Körper, auch in einem kleineren Unternehmen nicht. Und wir haben gleichzeitig ein enges Verhältnis von Transformationslot und Geschäftsführung und zu Mitarbeitern. Und dieses ist etwas, was sich tatsächlich schon nach wenigen Jahren, wir machen das jetzt so 2 Jahre, für die Unternehmen als Wettbewerbsvorteil herausstellt, weil sie näher am Wandlungsprozess dran sind. Also eine Antwort für so einen Mittelständler, für mich Transformationslotse. Mhm. Wir haben die nennen sich übrigens Weiterbildungsmentoren in Baden-Württemberg. Wir befinden uns hier im Föderalismus. Jedes Land nennt es natürlich auch bei uns anders, aber egal. Das ist dasselbe Prinzip.
Mhm. Und es ist gut. Also das wäre eine Antwort darauf. Wir als Organisation machen ein Innovation Lab. Wir sind größer. Wir können mal 6 Leute abstellen, die sich die ganzen reinprasselnden neuen KI-Möglichkeiten überhaupt erstmal im Shortcut angucken und prüfen, taugt das? Ist das für die BA nutzbar? Ja oder nein? Wir haben das jetzt aufgebaut. Das wird am 1. Juli scharf gestellt, weil wir selber überflutet werden von lauter Ideen, die erstmal fantastisch gut klingen und wir fast gar nicht glauben können. Dann stellt sich auch manches als Blödsinn aus, aber manches ist auch genauso gut, wie es klingt. Ja, und deswegen haben wir zum Beispiel als größere Einheit eine eigene Sektion jetzt geschaffen, nennen wir Innovation Lab, wo wir diese Sachen dann versuchen, überhaupt mal zu erfassen. Das heißt für mich, dieses Rantasten heißt ja nicht nichts tun, Sascha. Rantasten heißt, was es heißt, dass ich es auch nicht alles weiß, aber das ist eben genau auch das Spannende und das, was mir Spaß macht daran. Also ich freue mich immer, ins Innovation Lab dann in Zukunft gehen zu können, weil ich bin mir sicher, dass ich da immer schlauer rauskomme, als ich reingehe. Also ich will damit einfach sagen, Tasten ist nichts Schlechtes. Nee, das würde ich genauso sagen, Tasten im Neuland ist alles andere als schlecht, sondern eigentlich manchmal die Voraussetzung, dass man wenigstens überhaupt sphärisch erahnen kann, in welche Richtung das eigentlich geht. Ich werde in dem Kontext gar nicht so oft überrascht, aber ich wurde tatsächlich überrascht von dir, als du neulich in einem Halbsatz sagtest, dass ihr ein Proof of Concept im KI-Bereich durchgeführt habt. Ja. Kannst du dazu was sagen? Weil das Überraschungsmoment, glaube ich, wird auch das Publikum interessieren. Naja, wir haben Proof of Concept mit Aleph Alpha gemacht und die waren gut. Das Ergebnis ist gut, weil du hattest den Konkurrenten ja eben schon genannt. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, die legen alles offen. Das finde ich toll. Du kannst bis in die letzte Codierung reingehen. Mhm. Und das finde ich jetzt wiederum als deutsche Behörde mit Datenschutz und allem und BSI-Auflagen toll. Mhm. Und deswegen werden wir also diesen Pfad weitergehen, denn auch hier ist ja, wir haben Datenmaschine, Daten. Wir haben Anwendungsfälle. Wir können auch mithelfen, ein deutsches Start-up zu unterstützen. Das heißt, ihr plant schon eine KI-Transformation der Verwaltung? Ja. Also das planen wir. Das planen wir. Wir werden das selbstverständlich ganz sauber machen, vergabetechnisch etc. Aber unser Plan ist das. Anwendungsfälle haben wir, Speak-to-Text. Wir lesen zum Beispiel die Stellenanzeigen der Unternehmer jetzt mit KI aus. Wir bewilligen das Kindergeld für Studierende per KI weiter. Wir setzen schon KI ein. Zweitens, wir planen immer weitere Schritte, auch Bots. Wir haben 170.000 Anrufe pro Tag. Also wir haben genügend Anwendungsfälle. Was wir halt brauchen, ist eine Cloud. Wir haben eine gemeinsame Cloud-Ausschreibung mit der Deutschen Rentenversicherung und Unfallversicherung laufen. Im September ist die nutzbar auf der Basis des Angemessenheitsbeschlusses mit Biden und der Europäischen Union können wir das jetzt machen. Sind alles Sachen, die Privatwirtschaft nicht hat, aber wir im öffentlichen Dienst. Und wir wollen tatsächlich in diese Richtung vorstoßen, dass wir auch gerade mit deutschen KI-Startups und welchen, die an der Schwelle stehen zu mehr, tatsächlich versuchen, auch den nächsten Entwicklungsschritt hier in Deutschland zu machen. Den nächsten Entwicklungsschritt möchte ich als Anlass nehmen, um auf der Zielgeraden dieses Podcasts dich zu bitten um eine kleine Vision. Ja, ich habe erlebt in den Gesprächen mit dir und jetzt auch in diesem Podcast, dass die Bundesagentur für Arbeit schon auf einem anderen Niveau Digitalisierung und künstliche Intelligenz betreibt, als viele Leute das glauben oder unterstellen, was die Verwaltung angeht. Wir reden seit Jahrzehnten im Prinzip über digitale Verwaltung. Und da wird sehr viel mehr drüber geredet, als es tatsächlich durchgeführt wird. Aber ich möchte mich gemeinsam mit dir trauen, beziehungsweise dich bitten, um eine Vision einer KI-Strategie für die deutsche Verwaltung als Schlussakkord in diesem Podcast. Wie sieht die deiner Meinung nach aus? Der wichtigste Punkt ist, dass für die Menschen, die öffentlichen Dienstleistungen brauchen, überhaupt kein Bruch mehr sichtbar ist von dem, was sie im Alltag im Privaten
nutzen zu dem, was sie an öffentlicher Dienstleistung bekommen. Sie können praktisch in derselben Neuzeit verweilen und müssen keine Reise in die Vergangenheit antreten. Das ist leider noch nicht der Fall, aber daran halte ich fest, das ist unser Ziel, dass die Bürger gar keinen Dienstleistungsunterschied zwischen öffentlichem Sektor und privatem mehr feststellen. Wow, das ist eine noch größere KI-Strategie, als ich dachte, ohne den Begriff KI zu erwähnen. Das heißt ja quasi eine Verpflichtung der zeitgemäßen Technologieeinsätze. Genau. Das ist ja, das finde ich fast radikal, aber es ist eine sehr ordentliche Vision und es ist gleichzeitig, wenn wir das als Wunsch formulieren, ein fantastischer Schlusspunkt. Lieber Andrea, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. War super spannend und auf ganz vielen Ebenen, nicht nur was die Arbeit dort draußen angeht, sondern auch bei euch, hatte ich das sehr, sehr mit vielen Erkenntnissen gesegnet. Ja, danke, dass du im Podcast warst. Danke.